Okay, wir sind innen drin. Man sieht aber auch keine Spuren mehr. Die Treppe ist kaputt. Pfeift da gerade einer? Habt ihr das gehört? Hä? Jetzt habe ich kurz in den Chat geguckt. Wie bin ich jetzt hier rüber gekommen? Ich sag's doch, es gibt nicht ein Spiel, wo ich keinen Bug finde. So. Dann gucken wir mal. Treppe kaputt. Hello? Anyone? Thomas? You there? Wer ist eigentlich Thomas? Und wer ist sie denn? Frühling, Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau von heute. Die Quelle der Vorväter, eine literarische Bestseller von Johanna, blabliblub. Leserfragen, Experten antworten. 10 Nähtechniken für modische Röcke. Ist da Bescheid, Leute? Wer hat vor, Röcke zu nähen? Okay. Das Entlein. Polnische Legenden. Also wir kommen hier von Russisch zu Polnisch. Ach nee, das andere war glaube ich auch Russisch, wa? Polnisch. Nee, vorhin war es eine russische Rakete. Also alles Multikulti hier. Lol. Okay. So, dann haben wir gleich mal einen Raumplan. Bitte einmal abfotografieren mit dem Handy. Dann haben wir den immer dabei. Hier ist keiner. Hotelregister. Okay. Hello? Thomas? Natürlich klingelt da jemand. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Okay. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name.
But I don't remember what it was. Your friends. Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. That I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne? I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Somehow. Okay, das ist halt schon mega cool gemacht, wenn ihr mich fragt. Das ist schon echt geil gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken, Leute. Ich wollte gerade die Kamera drehen, aber das geht ja gar nicht. Wahrscheinlich wieder irgendwo Strom holen. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Fahrstuhl. Hey. An elevator. Might as well see if it works. Der funktioniert auch noch. Sie hat ja gesagt, im zweiten, oder? Sadness. I wished I knew her real name. Aber ganz knuffig. Okay, Marianne, just take a deep breath and... So, halte B. Let go. Ach, jetzt guck mal, jetzt geht nur eine Seite. There. A fuse box. Need some energy to spark it up. Ah. Gotta move fast. Sollte mich An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Okay, guck mal, wie dünn sie da unten ist. Ach so, sie wird immer schmaler und so. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Das hätte ich wissen müssen, dann wäre ich die ganze Zeit gerannt. Vielleicht schafft er das noch. Ich glaube es aber ja nicht, sie ist schon fast weg. Oh, 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 oh.
Bin ich jetzt tot? Hä? Das hab ich doch. Ich hab's doch gerade noch geschafft, oder nicht? Okay, also noch mehr beeilen. Kein Problem. Ich sehe gerade, dass mein Chat hängt. So. Halt. So. Okay, also da. Kommen wir nicht durch, also nochmal erstmal ein Fahrstuhl, richtig? Da waren wir jetzt stehen geblieben. Genau. Hey. An elevator. An elevator. Might as well see if it works. Sadness. I wished I knew her real name. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and let go. Gotta move fast. Let it go. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Ah, ich beeil mich doch schon. Let it go. Let it go. Na, 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 na. Let it go. Okay, Marianne. Run, now get your run. Ghostly ass back and power up that elevator. Doch schon dabei. Halten und zurück zum Körper, aber geht das mit der Energie? Got it. Sehr gut. So, jetzt müssen wir wieder oben gucken, weil unten ist ja alles ganz und oben aber nicht. Ach, guck mal, jetzt komme ich aber hier nicht weiter, oder was? Jetzt ist das genau andersrum. Jetzt bin ich nur unten, das will ich ja nicht. Doch ins erste oder was? Weil hier ist ja jetzt genau andersrum. Gucken wir ins erste. Ach, ins erste kommt man gar nicht. Fährt sie jetzt wieder runter. Jetzt fährt sie wieder runter. Doch hier, erste geht doch. Ach, ich war gerade im ersten, oder was? Logisch. War ich wirklich. Ich bin ja die Treppe runtergelaufen. Jetzt bin ich im zweiten, definitiv. Ah. Okay. Now where did she go? Die wird sich schon gleich zeigen bei Gelegenheit. Hier, guck mal.
Huh. War das? What is that? Mhm. Aber das ruft nach Jumpscare. Okay. Not getting through here. Ich habe nichts, okay. Ich guck lieber links, das sieht freundlicher aus. Aber hier könnte man jetzt... Ach so, weil ich nichts hab, klar. Okay. Wow, was? Fuck! Holy shit! I didn't even know I could do that. Okay, ich hab Schutzschild. Voll gut. Ja, Sadness? So, und jetzt können wir hier rein, hier vorne, richtig? Aber ich kann nicht mehr zurück, guck mal. Da, der ist versperrt. Von der Mottenplage. Kann sie anrufen. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Okay. Looks wie komme ich runter? Das will er mir sagen. Great. What the fuck is that? Das wüsste ich auch gerne. This room. It feels cold. Memories of grief. Loneliness. Ich habe nichts. Okay. Also, da muss bestimmt... Ich gehe jetzt mal vorne aus, da müssen Blumen rein. Das ist halt immer eine Vase. Eine Vase. Ich wundere, dass hier vorne so ein... Okay. Eigentlich ein schöner Lost Place. Shit. This is falling apart. Uff. Looks like I'm in for another dive. Das ist schlecht. Is that skin? Brauche ich ein Messer? Lol, muss die das aufschneiden? Eieiei. Das wird ja eine schöne Sauerei. Shit, there are thousands of them.
I'm gonna need more energy to get through. Ja. Sie braucht mehr Energy. Okay, also in dem Raum kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Oh, hier ist was. Ach, die Scheiße kommt immer noch. Ich muss das Spiel bestimmt neu starten. Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach, fürchte ich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin. Punkt. Weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will. Was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemandem das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Wow, Alter. Ursula, meine liebste Ursula, die letzten Monate war mein Herz mit Freude erfüllt. Zu wissen, dass du für mich da bist, zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Doch kann ich nicht mehr sein als das. Freundschaft. Na, rein, wahrhaftig, aber niemals mehr. Bitte versuch zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemanden so nah, so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine... Bla, bla, bla. Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir, nee, wir... Tja, da wollte halt mehr als Freundschaft. Was haben wir denn hier? Pillen. Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Oha. Okay. Das hat mir jetzt aber nicht die nötige Energie gegeben, die ich brauchte. Das war negative Energie. So, von da oben kommen wir. Okay. Draußen war ein Flur, richtig? Und da waren richtig viele. Okay. Hier lang komme ich doch. Hier ist was X. Traurige Schwesterlein. Umdrehen kann ich es nicht. Sie hatte doch vorhin dieses Schutzschild. Aber das kann sie jetzt anscheinend nicht mehr. Weil ihr die Power fehlt. Hm. Ach so. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ja, ich brauche halt Blumen. Denke ich, es ist zumindest eine Vase. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Okay. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky. Please. Okay, das haben wir ja schon einmal angehört. An old prescription. I know these drugs all too well.
Bei Ursula wurden Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. 6-mal auffüllen. Alter, was? Weil Elektroschocks auch gegen Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung helfen. Das halte ich für ein Gerücht. So, ich brauche aber... Kann ich von denen noch was nehmen? Hier komme ich auch nicht durch. Da brauche ich irgendwas zum Aufschneiden wahrscheinlich. Hat er das jetzt mit denen hier auf sich? Ah, Sunflower, weary of time. Oh, me. Please. Hallo Matze, willkommen im Stream. Ich raffe nur nicht so richtig. Da komme ich nicht lang, weil ich Energie brauche. Energie ist hier drin, aber zu schwach. So. Hier war nur ein Brief. Spark's too weak to absorb. Ich habe halt keine Blume. Ich habe keine Blume. Ich meine, der überreicht ihr die ja hier. Aber wie kann ich die nehmen? Warte mal, da oben liegt doch aber was. Achso, das war das Buch. Er hat eine in der Hand, ja, aber die kann ich nicht greifen. Ah, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can... Der gibt mir die halt nicht. Verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht, was die hier genau von mir wollen. Jemand im Chat eine Idee? Also, so draußen komme ich definitiv nicht weiter, weil ich da nicht durchkomme. Der labert immer wieder das Gleiche, wenn ich ihn anspreche. So, hier komme ich auch nicht wieder hoch. Hier brauche ich irgendwas Spitzes, ein Messer oder so. Ach so, warte mal. Ich kann ja hier weiterlaufen, Mensch. Oh Gott, I hate this. Holy Macaroni! Zieh mal einen Stöpsel, ey. Damit der das nicht nochmal macht. Oh, wie schnell das abläuft. Alter Falter.
Gibt's hier noch irgendwas? Ich muss zurück zum Körper. If only I had something sharp. Bleh. Das ist der Blutadler. Yeah, that was disturbingly satisfying. Okay. So, jetzt sind wir hier drin. Guck mal, hier ist eine Blume, oder? Eine Sonnenblume, ja. The light of a memory strong enough to defy this place. Okay. Alter, wie's hakt. Aber was war das jetzt für ein Vieh, ey? You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Okay. Ich bin mal gespannt, so generell die Geschichte habe ich jetzt noch nicht so ganz gerafft. So, hier gibt's auch nichts weiter. Hier war nur irgend so ein Vieh, was durch einen Schlitz geguckt hat. Und versucht hat, mich zu erschrecken. Das war nicht nett. Hier ist gar nichts. Warum kann ich hier interagieren? Ich höre tote Menschen. Ach so. Ha. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Tja. So ist das. So, das heißt, wir haben jetzt eine Blume, die bringen wir jetzt dahinter. Ohne Wenn und Aber. So, und jetzt können wir da nämlich X'en. So, und jetzt kommen wir nämlich da durch. Okay, haben wir geschafft. Boah, diese Dinger regen mich auf, Leute. So, bevor wir da hochgehen, würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten YouTube-Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.